Ein. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.30 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Auf der rechten Seite sehen wir die Blue Box Chart und wir sehen, wir befinden uns genau in der Mitte. Wir haben ein Gap. Das heißt, ich werde hier erstmal die obere Big Number wählen mit dem Risiko 0,01. Auf der linken Seite haben wir die sogenannte Vola-Box. Dazu komme ich aber gleich. Erstmal blicken wir wie immer morgens nochmal, wie ist gestern oder wie sind gestern die Blue Boxen gelaufen? 13, 19, 19, 21, 18. Ja, gab es also gute Boxen, aber generell, wir machen noch ein bisschen kleiner. Was war die Trading Range gestern im DAX? Hier war das hoch. Da war das Tief 91, also relativ verhalten. Mach das mal ein bisschen größer. So, nächster ist die Vola-Box. Wir blicken einmal heute Morgen auf 15 Punkte. Auch das ist sehr gering. Wie sah es gestern aus? So, da sind wir nicht reingekommen. Und wir sehen da auch nicht. Also gestern keine Vola-Box zum Traden. Heute stellen wir das Ganze nochmal ein auf 0,05, weil wir am Dienstag einen Trade geschlossen haben bei dem Risiko bzw. bei dem Verlust von 0,05 und setzen den jetzt fort. Wir hätten dann bei einer 15er Box 9 Trades dann bis hinten raus möglich. So, das bedeutet, wir blicken einmal rein, wo kommen die Vola-Box rein? 15.681. 15.681. Ohne Gewähr. So, 15.681 zu 15.666. Das wird voraussichtlich die Vola-Box sein und dann versuchen wir diesen Trade bei dem Level weiter fortzusetzen. So, rechts gehen wir wieder auf den Minutenchart und jetzt starten wir mit den größeren Zeitebenen und starten heute mit Öl. Und wie immer, Tageschart ist long, 4 Stunden long, Stunde ist das auch noch long, 30 Minuten Short. 15 Minuten Short, 5 Minuten ist es Long. Also hier in diesem Chart sieht es eher unentschieden aus. Dann gehen wir gleich von oben runter auf den DAX. Und Daily sind wir Long. 4 Stunden Long, Stunde Short, 30 Short, 15 Short, 5 Short. Das heißt, der 4-Stunden-Chart wechselt in den Short-Modus bei der Unterschreitung der 15.600er Marke, wenn wir uns das Ganze auf unserem Template Tagesstrategie Pro anschauen, auf Daily Basis, sehen wir eine rote Heiken-Aschi-Kerze. Gestern schon die Umkehr. Hier vorgestern war unentschieden und auf 4 Stunden gibt es hier schon ein Short Setup. Wechseln wir in den nächsten Bereich und das ist Gold. Haben wir uns eben schon im Club angeschaut. Tagesbasis haben wir den Trade auch gemacht. Zickzacklinie, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15. Also alle Zeitebene in Gold ist Short. Technologiebörse Nasdaq, Daily Basis sind wir Long. Hier oben ist der Deckel drauf, aktuell. Weekly Basis Long, Stunde Short und alles darunter ist auch Short. Also Tendenz auch hier leichte Gewichtung in Richtung Süden. Nächster Markt ist US, der S&P. Daily Basis Long, 4 Stunden Short, Stunde Short. Und da sehen wir schon ab den 4-Stunden-Chart hier schon im S&P 500 Richtung Süden. Vielleicht ist das hier schon der Forecast. Alles andere
ist also Short Daily Basis auf den Dow Jones. Und da sehen wir, da kippt der Markt hier schon leicht unter dieser Marke. Das hatten wir hier auch schon mal gehabt. Dann gab es sofort ein Konter. Stunde, Tagesbasis Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30, 15. Also sieht alles eher Short aus. Das einfach nur als Überlegung, falls man sich irgendwo positioniert, neu für den heutigen Tag, das im Auge zu behalten. Wir gehen hier einmal im Dow Jones auf die Tagesstrategie, blicken dort rein und hatten eigentlich gestern ein wiederholtes. Hier hatten wir ein Short-Signal und auch hier gestern nochmal ein Short-Signal im Dow Jones. Es wird nicht angezeigt, weil die Sonne ziemlich weit entfernt ist. Auch hier können wir einmal auf die Indikatoren gehen und das Daily Board uns nehmen. Gucken. Periode 3. Ja. Also gestern hier das Short-Signal im Dow Jones. Gut, Boxen, die Fallen sind platziert. 15,6, 15,7. Es könnte in der Mitte jetzt noch eine Blue Box entstehen, wenn der Markt weiter sich sehr ruhig entwickelt. Wir haben die Vola-Boxen auf ein etwas höheres Risiko eingestellt für eine Trade-Fortsetzung vom Dienstag. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Chart etwas größer machen, 8:59, 24 Sekunden, nicht mehr ganz. Und dann geht es los. 12, Countdown läuft, 9. Kurz, alles sehr, sehr ruhig und los geht's. Und wir sehen 80. Pending Box. So, 15.680 Long oder 15.665 Short. Das wäre jetzt dann die Fortsetzung eines Trades von Dienstag mit einem etwas höheren Risiko 0,05. Ansonsten hätten wir eine Big Number, die wir nach unten verschieben auf 15.600. Warum, Carlos? Ja, weil wir unterhalb der 50er-Marke sind und die 15.6 ist ein wenig dichter als die 15.7. Das ist die ganz einfache Erklärung. Und oh, schaut mal hier oben. Das sind ja schon fast Doppelboxen hier oben als Zielmarke 15.781. Ladies and Gentlemen, 15.665 und wir haben auf der rechten Seite eine 28er Box. Die Vola Box ist aktiviert. Entschuldigung, wir haben ein Gap von gestern. Auch das hier sehr schön zu sehen, direkt bei der 15,7. Und Daily Pivot liegt auch vor uns. Das heißt, wenn wir hier ausgeführt werden, bis zum Daily Pivot sind es 30 Punkte, würde ausreichen. Gucken wir mal, ob der Kurs da nach oben zieht. Wir sind bereit. Also ich zumindest. Oh lala. Er hat schon mal den ersten Fuß in die Falle reingeholt, hat aber wieder rausgezogen. Mal gucken, ob er noch ein Tickchen tiefer möchte der DAX 15.667. Wären wir auf jeden Fall im Markt. Aber wir sehen, er hat einmal diese grüne Box berührt, hat sich nicht getraut, da richtig reinzusteigen.